Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play The Binding of Isaac mit dem DLC Wrath of the Lamb. Im letzten Run haben wir Mom's Heart besiegt und ja, haben die ersten Endings, einmal den Epilog und das Ende, das erste Ende, dazu. Wir haben einen Tod, dann sind wir gestorben. Keine Ahnung. Wundert mich gerade ein bisschen. Vielleicht wird ja der erste Mamke als tot gewertet, ich weiß ja nicht. Und wie schon letztes Mal gesagt, werden wir dieses Mal mit Judah spielen. Mit der kleinen Bommelmütze. Man sieht, er startet mit dem Item Book of Belial. Ein richtig gutes Item, was wir auch nicht gegen Doctor's Remote tauschen werden. Ich möchte mein, kurz an der Stelle auch zeigen, was Doctor's Remote macht. Book of Belial macht, dass man in einem Storm halt eben maximalen Damage hat. Man sieht doch, er hat nur ein Herz, eine Monster sein. Das war gerade ein Bild, tut mir leid. Wow. Das Video doch gleich ins Gesicht. So, ich mir jetzt aus dem Spawner. Und dann mache ich jetzt ein Spiel. Wir haben schon passenderweise sofort eine Bombe mitgeschickt, damit wir hier diesen blauen Stern bekommen. Ganz AP mit Judas kann nie schaden, da er sofort mit 4 Damage startet. Der schon relativ gut ist. Was man auch, glaube ich, nicht verdient. Aber nur ein bisschen. Ja. So, das nächste Ziel, was wir haben, ist 10-mal Mom's Heart Kill. Davon haben wir ja schon einen. Okay. Hier haben wir den Miniboss. Last. Auch nicht schwierig ist. Die Pille, die nehmen wir mal mit, für den Fall, dass wir irgendwie PhD oder Lucky Food haben. Ansonsten gehen wir jetzt auch zum Boss. Oder Blauer Main. Dafür mal, wie auch nicht. Man sieht schon, er drückt eine Menge mit Book of Belial. Das ist jetzt auch alles nicht wirklich allzu gut. Deswegen mag ich auch Judas, er ist mit einer meiner Lieblingsstrategien hier. Mit Kane. Da einfach mit den mit dem Book of Belial und gibt es ja auch an sich viel Schaden. Das ist immer sehr, sehr angenehm beim Spielen. Ja. Man sieht auch, dass es 2 Aufladungen jetzt wieder bekommen hat. Heißt, es braucht insgesamt nur 3 Scheiben, um sich wieder komplett aufzuladen. Das ist auch nicht schlecht, dafür, dass man bedenkt, dass er wirklich für einen Traum den höchsten Damage, den man dealen kann, eingibt. Eine Kiste, Bombe und ein Schuss. Okay. Ja. Ich glaube auch wieder das Book of Belial wieder ready. Aber ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Vorhin beim Aufnehmen hatte alles weggeklappt. Die Stimme war nicht einmal irgendwie kratzig oder so. Also immer so kratzig im Hals. Und jetzt auf einmal. Genau dann, wenn man anfängt aufzunehmen, fängt es natürlich an, im Hals zu kratzen. Ist immer sehr angenehm. Das will der Trick nicht funktionieren, dass man schräg durch Steine durchschießen kann. Ist aber auch nicht. Da hat man zum Beispiel gerade gesehen. Ich habe zwischen den beiden Steinen hergeschossen. Da haben wir auch schon einen Itemstaum. Wie es mir gerade auffällt, wir haben noch keinen Schlüssel, deswegen hoffe ich mal, dass demnächst einer droppt wird. Wird ja richtig cool. Ja, wir haben noch ein paar Schläge. Plutonium. Ach, ganz schwierig, da nehme ich das.
Er hat nur diese zwei Attacken, einmal den Schuss und das. Und das war gut von mir. Der gibt uns auch das sofort nach hier ab. Das ist richtig schön, da man mit Judas immer gut HP gebrauchen kann. Wir haben aber schon richtig viel Glück gehabt mit den ganzen Rüstungssätzen, die man da sieht. Hatten wir schon gut Glück damit. So. Bauen Stein wegbomben und auf einen. Natürlich kommt aber irgendwie ein Schüssel. Dann schaust du, wenn man ja auch wirklich braucht. Das kann man sich jetzt selber in dem Spiel merken, du wirst nie etwas genau dann kriegen, wenn du es auch wirklich brauchst. Niemals. Wenn das Spiel geil ist. Ja, anscheinend kriegen wir keinen Schlüssel. Wir können noch hoffen, dass beim Boss die Box gedroppt wird. Ein apokalyptischer Reiter oder ein Haarbringer kann nicht spawnen, da also kann ich im Bossraum sein, weil wir schon einen im Basement hatten. Das ist hier das Basement 2 ist, kann hier keiner spawnen. Ja. Damit Levy. Natürlich auch alles kein Problem. Ja. Hätte es auch nicht Gatterschwierig sein, das Muster. Muss man auch mal dazu sein. Also. Ja. Ringe Schlüssel. Können wir nichts mit anfangen. Was haben wir hier? Nein und nein. Das macht. Ich hab gerade den Namen Brimstone. Das ist Brimstone. Das über Judas. Das macht, dass man einen Strahl so schießt. Also man muss diesen Strahl dann aufladen und dann kann man den schießen. Der macht dann maximalen Schaden, aber es ist dumm, weil man halt eben jedes Mal wirklich aufladen muss. Das kann dann dauern. Je mehr Damage man macht. Ich meine, das ist auch wie die Dauer des Schusses wird mit dem Damage, den du hast, eskaliert. Irgendwie sowas. Irgendwie so. Na gut, hoffen wir einfach mal weiter, dass wir irgendwann mal einen Schlüssel bekommen. Vielleicht ist ja mal das Spiel gnädig. Und erlaubt uns mal ein Item von Item schon vernünftig mitzunehmen. Schon den letzten verpasst. Da wir zwei Pillen haben, also die gleich sind, muss ich das einfach mal probieren. Okay, Telefon. Weil wenn es halt eben jetzt was Gutes gewesen wäre, hätten wir das Doppelte. Heißt, wenn es ein HP abgewiesen wäre, hätten wir zwei. Dann wäre es irgendwie, keine Ahnung, Tears Down oder sowas gewesen, hätten wir nur eins davon genommen. Deswegen lohnt sich das schon, wenn man mehrere da hat. Heißt aber natürlich auch immer noch das End. Und da ist wieder der Item. Schauen wir, und wir haben immer noch keinen Schlüssel. Diesen Run haben wir, glaube ich, noch gar keinen bekommen. Tja. Halt nicht mehr. Es wird weiter nur Geld und sonst eigentlich fast gar nichts gedroppt. Bisher, das brauchen wir nicht. Zumindest momentan nicht. Da ist der Shop ziemlich am linken. Können wir natürlich auch nicht, scheinbar keine Schlüssel. Ich wollte schon sagen, wenn hier jetzt wirklich einer gespawnt wäre, ey. Da. Und das wird auch wieder so richtig zum Spiel passen. Ich einfach dieses Trollerlol.
ist es. Es kommt häufig am Spiel vor. Nimm aber nochmal die Pille mit, da ich jetzt weiß, dass das eine Telepille ist. Kann ich nicht schubbern und kann ich auch nicht öffnen. Ich könnte jetzt noch versuchen, hier reinzugehen. Haben wir nichts von, ist aber auch nichts dabei draufgegangen. Wäre halt eben dann Schüsse gedroppt, hätten wir zumindest in einen Itemschrank gehen können. Oder einen Shop. Wir haben ja 17 Münzen. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen laut. Deswegen werde ich es erstmal ein bisschen leiser stellen. Werde ich aber danach eher sehen. Wenn es war, dann tut es mir leid, wenn nicht, dann passt es. Dann passt das schon, wa? So, das war die erste von vorn. Dies ist halt eben nochmal zweimal da. Was den ganzen Kampf hier natürlich nicht einfacher macht. Schade, diese. So viel feuert. Das ist ganz eklig mit zwei. Wenn man den so gut wie gar nicht dodgen kann. So. Guppy-Set können wir einmal benutzen. Mehr aber auch nicht. Telepilz. Sauber! Herzlich willkommen im Azure-Raum. Mit dem Typen I am Azure. Der Azure-Raum ist, ja, ich wüsste besser, wie man zu dem hinkommt. Zum Erstraum kommt man hin, wenn man eine Telepilz benutzt. Es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, ich meine irgendwie 5%, dass wenn du eine Telepilz benutzt, dass du zum Erstraum kommen kannst. Ja. Und die haben wir gerade gehabt. Man geht meistens erst nach dem Boss zum Erstraum. Erstraum. Entschuldigung. Da man immer noch ein Item vom Boss kriegt. Hier ist da ein Netto. Wenn das jetzt nichts Gutes ist. Tier ist ab, okay. Tier ist ab. Und Tier ist ab. Ich werde das jetzt nicht ausprobieren, weil ich jetzt nicht meine guten Tiers ab ballern will. Durch irgendwas. Irgendwie durch einen Health-Down oder sowas. Wir haben ein bisschen Speed und Damage ab und zwei Tiers ab sozusagen bekommen. Was sehr gut ist. Wir haben jetzt, an sich haben wir so viel Damage. Eigentlich müssen wir sogar noch eins mehr haben. Wahrscheinlich eine gute Geschichte. Aber wir feuern auch noch schneller. Also machen auf jeden Fall mehr Damage als vorher. So. Ist natürlich auch alle kein Problem. Immer noch kein Schlüssel. Heute brauchen wir anscheinend keine. Eventuell ja mal ein Run ich ohne Schlüssel sein. Durch eine enge Distanzen sind die echt ein bisschen nervig, muss man da schon sagen. Also. Naja. Was auch immer. Oh, das war knapp. Okay. Jetzt können wir eigentlich mal was versuchen. Jetzt haben wir ohne Schlüssel in den Geheimraum zu kommen. Natürlich nicht. Nämlich wenn hier links der Geheimraum gewesen wäre. Hätten wir da sein können und uns vom Geheimraum in den Itemraum bomben können. Und dann einfach so rausgehen, weil die Tür danach geöffnet ist, wenn man so im Itemschaum reingekommen ist. Aber so viel Glück haben wir ja nicht. Ich meine, wir bekommen endlich mal hier in dem einen Schlüssel, also so viel Glück. Die bauen wir erstmal alles schön zu.
Hier so ein kleiner Larry.